Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Films über meinen Gaming-Schrank. Ich habe jetzt schon etwas weiter gemacht, und zwar habe ich jetzt hier rundherum eine Nut gefräst, wo halt die Lichterkette reingelegt werden kann, damit die auch wirklich in das Epoxidharz reinstrahlt. Das ist mittlerweile auch komplett ausgehärtet. Deswegen sieht das auch noch alles so staubig aus, weil ich gerade erst gefräst habe. Und ich hatte mir ja überlegt, hier so verschiedene Blenden drüber zu machen. Allerdings ist die Arbeit mit diesem Epoxidharz wirklich so gut gelungen und das sieht insgesamt so cool aus, dass ich es wirklich schade finden würde, da Bereiche abzudecken. Also werde ich jetzt hingehen und baue mir eine Blende, die nur außenrum geht, dass halt die Lichterkette abgedeckt wird. Und ja, das ist jetzt der nächste Schritt. Also ich baue jetzt den Rahmen, der hier oben drauf kommt. Ich werde den wahrscheinlich einfach nur fest bohren. Ja genau, ich bohre den einfach fest, beziehungsweise bohre den und schraube den dann natürlich fest. Und der obere Bereich, der wird dann nachher so lackiert wie der Gaming-Schreibtisch, ebenso wie das. Und hier die Blende, das mache ich mir wahrscheinlich grün. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal an mit dem Rahmen, damit hier was weitergeht. So, die Oberkonstruktion ist jetzt soweit auch fertig. Also ich habe jetzt hier so einen einfachen Rahmen drum gemacht, den jetzt auch schon schwarz gestrichen. Und jetzt geht es weiter mit dem Schrank zu streichen. Und zwar, wie gesagt, in genau den gleichen Farben wie den Gaming-Schreibtisch auch. Ich will hoffen, dass ich das nochmal genauso hinkriege, weil das war ja mehr oder weniger so ein Zufallsergebnis. Aber ich werde jetzt erstmal mit Kupfer die größten Teile bestreichen und danach gehe ich dann mit Gold und Silber an die Sache ran.
So, wie ihr sehen könnt, ist das Streichen jetzt soweit abgeschlossen. Klarlack habe ich ebenfalls schon aufgebracht. Jetzt muss ich halt diesen oberen Rahmen hier wieder losschrauben und wegmachen, denn die Lichterkette kommt ja noch hier drunter. Dann werde ich die untere Platte, da wo ich ausgegossen habe mit Epoxidharz, das werde ich direkt an den Schränken befestigen, also mit 4 Schrauben in den Ecken. Und das Ganze muss natürlich nochmal gereinigt werden, weil hier ziemlich viel Schmörgelstaub drauf ist. Und dann geht's weiter. Also jetzt erstmal den Rahmen wegbauen, Lichterkette drauf und dann schauen wir mal weiter. So, und so schaut das Ganze jetzt mit Licht aus. Einmal rundherum. Und ich finde, das kann sich schon sehen lassen. Also mir gefällt es super gut. Ich muss jetzt mal ein bisschen höher gehen. Aber macht wirklich einen coolen Eindruck. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung für das Schaukeln, das ist nicht so leicht, weil ich habe den Arm so blöde angewinkelt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt einmal rundherum Licht. Und jetzt als nächstes kommen halt die einzelnen Griffe auf die Türen. Dann noch so ein paar Zahnräder vorne zur Verzierung. Ich glaube, vorher werde ich einzelne Ecken noch mal ein bisschen nachstreichen müssen, weil zwischendurch ist mir halt doch ein bisschen Farbe abgeplatzt. Vor allen Dingen hier, wo die Hölzer aufeinander waren. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da hat sich so eine blöde Naht jetzt gebildet, weil ich den Rahmen hier runterbauen musste. Aber das wird mir halt passieren, wenn wir umziehen. Dann wird das ja nochmal alles abgebaut werden. Und wenn ich das dann aufgebaut habe, ich denke, dann werde ich hingehen und das dann nochmal final überstreichen, weil dann bleibt er ja erstmal eine ganze Zeit lang so da stehen. Aber wie gesagt, so bis jetzt sieht der schon sehr cool aus. Von den Farben her halt sehr ähnlich zum Gaming-Schreibtisch. So, es müssen jetzt noch einige kleine Feinheiten gemacht werden. Aber bevor ich damit beginne, werde ich als erstes mal die Griffe anbringen. Ich habe mir jetzt hier schon die Markierungen gemacht, wo die Griffe hin sollen. Und anschließend, ich habe ja noch diese Zahnräder, bringe ich diese noch alle an. Verteilt ihr halt so schön, dass es cool aussieht. Und ja, ich mache das jetzt und wir sehen uns gleich wieder. Dann seht ihr mal, wie das aussehen wird. Aber es sind halt die gleichen Griffe wie beim Gaming-Schreibtisch auch. Die Zahnräder passen auch dazu. Also das Ganze sollte eigentlich recht stimmig werden. Und so sieht das fertige Stück jetzt halt aus. Die Farben sind minimal anders geworden als wie von dem anderen Schrank, also irgendwie heller, obwohl es genau die gleichen Farben waren. Ich kann mir jetzt auch nicht wirklich erklären, warum das so ist, aber insgesamt bin ich halt trotzdem sehr zufrieden mit dem Ergebnis und ich finde, das kann sich schon sehen lassen. Jetzt werde ich im nächsten Schritt halt die Vitrinen noch streichen, also die werden nur gestrichen in diesen Grundfarben. Da kommen also keine Zahnräder mehr drauf oder irgendwelche Extras. Dazu werde ich auch keine Videos erstellen, sondern erst dann wieder, wenn es weitergeht mit dem Einrichten des Zimmers. Das heißt, da habe ich mir so eine ziemlich coole Tapete gekauft. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, das zeige ich halt dann, wenn der Raum fertig gemacht wird. Die passt aber wunderbar zu diesem Thema Steampunk. Und ich denke mal, so in ungefähr 3-4 Wochen wird es soweit sein, dass es dann mit dieser Videoreihe weitergeht. Und vielleicht habe ich bis dahin auch schon die anderen Vitrinen fertig, dass ihr mal das komplette Zimmer seht mit allen Möbeln. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Thema hat euch ein bisschen gefallen. Für mich war es ein ziemlich interessantes Thema, weil es das erste Mal war, dass ich mit Epoxidharz gearbeitet habe. Fand ich super interessant. Und ja, wie gesagt, mit dem Ergebnis bin ich zufrieden und ich freue mich schon drauf, wenn alles im neuen Zimmer steht, an seinem Platz, komplett mit den anderen Möbeln und dann, ja, warten wir es einfach mal ab und ich würde sagen, bezüglich des Themas Steampunk-Zimmer sehen wir uns bald wieder. In der Zwischenzeit werde ich aber noch 2-3 andere Filme veröffentlichen über etwas neues Equipment, was ich mir gekauft habe, aber das werdet ihr dann sehen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns bald wieder. Ciao.